zwei gern verglichene Produkte, das Motorola Moto G8 Power Lite und das Xiaomi Redmi Note 8. In diesem Video treten beide Smartphones gegeneinander an. Ich vergleiche die Unterschiede der Daten von beiden Handys in den Kategorien Design, Bildschirm, Leistung, Kameras, Audio, Akku und Eigenschaften. Am Ende des Videos bekommt ihr ein Gesamtergebnis. In der Beschreibung unter dem Video habe ich euch die aktuellen Amazon-Seiten zu beiden Produkten verlinkt. Dort findet ihr auch gute Erfahrungsberichte. Design. Beim Punktdesign ist das Moto G8 Power Lite mit 62 zu 57 Punkten knapp vorne. Das Redmi Note 8 hat auch seine Stärken und hat folgende Vorteile. 10 Gramm leichter, 0,8 mm dünner, 0,5 mm schmaler, 6,6 mm kürzer und 12,9% geringeres Volumen. Bildschirm. Bei der Kategorie Bildschirm gewinnt das Redmi Note 8 eindeutig mit 59 zu 40 Punkten. Es kann hier durch folgende Vorteile überzeugen. 1,5-fach höhere Pixeldichte, 2,2-fach höhere Auflösung und besitzt bruch- und kratzfestes Glas. Das Moto G8 Power Lite kann auch punkten und hat folgenden Vorteil. 3,2% größere Bildschirmgröße. Leistung. Beim Punkt Leistung gewinnt das Redmi Note 8 deutlich mit 85 zu 79 Punkten. Es schlägt sich hier bei folgenden Merkmalen besser. 2 GB mehr Arbeitsspeicher, 64 GB mehr interner Speicher, 1 Nanometer kleinere Halbleitergröße, 266 MHz höhere Arbeitsspeichergeschwindigkeit, 128 GB mehr externer Speicher unterstützt, 0,8 neuere Version von OpenCL, 39% höheres Benchmark-Ergebnis und 2 GB größerer Speicher. Das Moto G8 Power Lite hat auch seine Stärke und hat folgenden Vorteil. 7,9% schnellerer Prozessortakt. Kameras. Beim Punkt Kameras ist das Redmi Note 8 mit 62 zu 49 Punkten eindeutig vorne. Es sticht hier durch folgende Vorteile heraus. Dreifach mehr Megapixel der Hauptkamera, 1,6-fach mehr Megapixel der Frontkamera, zweifach bessere Qualität der Videoaufnahme, 10% größere Blende bei minimaler Brennweite, unterstützt Videoaufnahmen in Zeitlupe, es hat einen manuellen Fokus und verfügt über eine Zeitrafferfunktion. Das Moto G8 Power Lite hat auch seine Stärke und hat folgenden Vorteil. Es speichert Fotos auch im Rohdatenformat. Audio. Im Bereich Audio sind beide Smartphones ebenbürtig mit 62 Punkten. Es gibt hier keine größer abweichenden Produkteigenschaften. Akku. Im Bereich Akku ist das Moto G8 Power Lite mit 65 zu 64 Punkten haarscharf vorne. Es kann hier durch folgenden Vorteil überzeugen. 25% mehr Akkuleistung. Eigenschaften. Beim Punkt Eigenschaften gewinnt das Redmi Note 8 deutlich mit 81 zu 72 Punkten. Es schlägt sich hier bei folgenden Merkmalen besser. Hat Wi-Fi 5 Verbindung, unterstützt 2 SIM-Karten, hat Typ C USB-Anschluss, hat einen Kompass und hat einen Infrarotsensor. Ergebnis. Mit 64 Punkten schlägt das Xiaomi Redmi Note 8 in der Gesamtwertung eindeutig das Motorola Moto G8 Power Lite mit 52 Punkten. In der Beschreibung unter dem Video findet ihr aktuelle Amazon-Bewertungen und Preise zu beiden Produkten. Wenn euch dieser Vergleich auf Basis von Produktmerkmalen gefallen hat, freue ich mich riesig über einen Daumen nach oben. Falls euch etwas fehlt oder sich ein Fehler eingeschlichen haben sollte, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Schreibt auch gerne, für welches Produkt ihr euch entschieden habt und warum. Ich freue mich über jeden Like. Um über neue Vergleiche informiert zu werden, abonniert jetzt meinen Kanal und klickt auf die Glocke.